Hallo, hallo an alle. Heute erzähle ich über meine Sammlung von Magneten. Vielleicht gibt es viele Leute von Ihnen, die auch eine große Kollektion von Magneten auf dem Kühlschrank haben. Wir haben auch. Viele von diesen Magneten sind aus Ausland von uns mitgebracht. Wir reisen gern. Wir haben viel gereist, wir haben viele Länder besucht und ich zeige einige, die wir selbst gebracht haben oder unsere Freunde und Bekannten haben uns sie als Geschenk gegeben. Zum Beispiel, wir waren in Vietnam, das ist ein Magnet aus Vietnam. Wir waren in den USA, wir waren in Florida, in Miami. Das ist ein Magnet aus St. Petersburg. Eine russische schöne Stadt. Das ist aus Barcelona von einer Bekannten. Weiter aus der Türkei haben wir auch Antalya, Kemer. Wir waren in Kuala Lumpur, haben die Zwillingstürme in Kuala Lumpur gesehen. Das ist ein Magnet aus Malaysia. Das ist wiederum aus Vietnam. Dann sehen Sie Thailand. Das ist unser Lieblingsland. Wir waren in Dubai. Wir haben eine Durchreise gemacht und aus dieser Reise haben wir dieses Magnet mitgebracht. So ein schöner Magnet aus Stein. Ja, wir waren auch in Puerto Rico. Das war eine sehr schöne Reise und aus dieser Reise haben wir dieses Magnet mitgebracht. Ja, wir waren in Hawaii. Es war eine schöne Zeit. Dieses Magnet ist als Erinnerung bei uns geblieben und wir haben ihn auf unserem Kühlschrank. Wir waren mehrmals in den USA, deshalb haben wir viele Magnets. So ein Magnet habe ich als Geschenk bekommen, das auch als Geschenk. Das ist aus der Türkei, wiederum Florida, aus China. Ja, wir waren in Las Vegas, haben Las Vegas besucht. Mein Mann war in Monaco. Dieses Magnet ist aus Monaco. Das haben wir. Weiter wiederum Monaco. Miami Beach, Florida. Shanghai. Mein Mann hat eine Reise nach Shanghai gemacht. Wladimir ist eine russische Stadt, Sevastopol, das ist aus Hawaii, Las Vegas, ein Bärchen, Saratow, auch eine russische Stadt. Das ist eine Erinnerung an die Olympiade in Russland, wiederum Sankt Petersburg. Amsterdam, leider war ich in Amsterdam nicht, mein Mann war dort. Barcelona, das haben wir von einer Bekannten bekommen. Weiter, Sankt Petersburg, Minsk, eine belarussische Stadt. Weiter, Kuban. Das ist eine Sammlung. Nicht alle Magnete sind auf dem Kühlschrank. Einige Leute sagen, es ist nicht so gut, wenn so viele Magnets auf dem Kühlschrank sind. Wir finden es ganz gut für uns. Das ist unsere Sache. Wir haben unsere Auswahl gemacht. Das macht uns viel Spaß und das ist für uns gut. Vielleicht haben Sie auch Magnets. Wenn ja, dann schreiben Sie. Und schreiben Sie auch, ob unsere Magnets Ihnen gefallen haben. Vielleicht war es interessant für Sie.
Ich hoffe darauf und bis nächstes Video, in dem ich etwas Neues und Interessantes Ihnen erzähle. Alles Gute an alle, viele schöne Grüße und bis bald.